So, wir haben hier ein kleines Problem. Den Turbo hier, du musst auch mal hier hinkommen, Alter. Wir müssen den Turbo einmal drehen, weil die Ölleitung muss hier hoch. Aber das Problem ist, alle Schrauben lassen sich schön lösen, außer die hier. Ne? Die war erstmal durchgedreht und ich schätze mal, die haben die schräg reingesteckt, das Ganze. Der lässt sich gar nicht lösen. Ich habe den warm gemacht. Ich habe da sogar einen 12er drauf geklatscht. Der lässt sich voll nicht lösen. Ich schätze mal, da haben die einfach nur was heißt falsches Gewinde. Die haben den versetzt reingemacht und haben voll mit Gewalt reingedreht. Oder weil er einfach zu heiß, kalt. Also lässt er sich gar nicht mehr aufmachen. Nein, der lässt sich jetzt leider gar nicht mehr aufmachen. Ich muss da jetzt auf jeden Fall, ja, muss ich jetzt leider durch, ich muss das jetzt wegflexen. Ich muss die Schraube hier wegflexen, damit ich den einfach abziehen kann. Gibt es nichts anderes. Ist ärgerlich, aber. Ist ärgerlich. Ich muss auch sehr, sehr vorsichtig sein, sonst ist der schöne GTX-Lader futsch. So, ich mache da noch mal was rein da vorne. Nimm mal Oh, Abstand oh, hier. oh, oh. Und? Passt nicht rein, oder wie? Jetzt passt der nicht rein. Hadi bäh. Komm nicht drum herum. Turbo muss komplett ab. Hier vorne, weil wir da nicht kommen mit der Flex drin kommen. Ach so, machst du jetzt komplett runter. Hä? Komplett runter. Ja. Ja, das sind so Sachen, die gehören einfach zum Tuning dazu. Flexen, schweißen, anpassen. Probleme wird es immer geben. Immer. Aber das ist jetzt auch kein Problem, dass. Zur Not kann ich das da irgendwie noch aufbauen. Das ist nicht so schlimm, weil das der Abgasgehäuse ist. Ist es nicht so schlimm. Da kann man aufbauen. Nur man muss aufpassen, dass man das vernünftig macht und keine Risse oder so reinmacht. Weil hat der Abgasgehäuse einmal Risse, dann ja, dann kann man einen neuen Abgasgehäuse kaufen. Ja. Aber dafür ist das ein geiler Lader. GTX-Lader. GTX 30. Garrett. Für mich einer der schönsten Lader. Boah, guck dir das mal an. Guck dir das mal an, wie hübsch und neu das ist. Es glänzt so schön. Das prickelt in meinen Bauchnabel. Guck mal, neu. Das ist neu und ausgewuchtet. Ach, schön, schön, schön. Ah, das schöne Ding im Hintergrund. Der ist echt schön. Das wird ja einmal lackiert hier, ne? Das Ding wird lackiert, aber dazu kommen wir noch. So, wir könnten jetzt versuchen, hier einen 13er drauf zu klatschen und dann versuchen, den zu drehen. Das wird ein bisschen hart, aber könnten wir hinkriegen. Besser als flexen, weil flexen ist die letzte Chance am Turbolader muss nicht sein, aber das ist natürlich die letzte Chance dann, ne? Eidosch, dann baust du ein V6 wieder ein hier, Turbo. Wenn es soweit ist. Wann soweit? Was? Ich weiß nicht. Boah, ich muss hier vorsichtig sein. Das ist so ein Mist, du. Ist nicht so, oder? Mit Klopfen. Guck doch mal. Wir müssen den so schief ansetzen. Ne, wir könnten hier das Ding hier abbrechen. Ne, wir kommen nicht drum herum. Wir müssen mal flexen. Oh Mann. Wir kommen nicht drum herum. Weil, wenn wir hier einen Fehler machen, dann ist alles putt. So sieht das schöne Ding aus. Echt noch ein super Zustand, muss ich sagen. Ach, das ist jetzt die andere Seite, oder? Das ist die Abgasseite. Oh, okay. Das ist die Verdichterseite. Und der Typ, wann hast du das denn so schwarz gekriegt? Ja, das wird sofort schwarz. Aber der Typ hat mir auch gesagt, das ist alles neuwertig. Und das glaube ich auch, wenn ich ein Verdichterrad so sehe. Ne? Natürlich aufpassen. Darf jetzt nicht nach links, nach rechts kommen. Ne? Was passiert sonst? Ja, ist so ein Ding hier krumm. So ein Blättchen? Ein Blättchen so krumm, dann ist vorbei. Dann, also alles perfekt. Ja, ja, dann ist perfekt. Ja, jetzt stell dir vor, du lässt den Eimer jetzt so fallen. Ist vorbei. Ist vorbei. Da brauchst du es neu. So, hier so sieht das aus. Eidosch, guckst du einmal. Hier haben wir den. Und jetzt achte.
Da ist jetzt. Ach, guck mal, da geht er jetzt ganz leicht ab. Ja, jetzt geht's ab. Geil. Ja, ja gut, jetzt, ich hab den schön warm gemacht. Was machen wir jetzt mit der Schraube? Hast du so eine Schraube? Natürlich, jetzt machen wir eine neue Schraube rein. Dann hast du denn so eine passende? Ja, bei sowas muss man immer aufpassen. Ne? Also, ich habe es jetzt natürlich geschweißt. Ach, geschweißt. Abgeflext. Aber ich habe es ja abgeflext, natürlich mit sehr viel Vorsicht. Es darf keine Späne in den Turbolader reinkommen. Sehr, sehr wichtig. Warum ich das gemacht habe, naja, wenn es jetzt der eine oder andere jetzt nicht verstanden hat, guck mal, so war der ja verbaut. Ne? Hm. Und das ist ja die Rückleitung für Öl. Wir müssen natürlich einmal komplett so rum und das Ganze so einbauen, natürlich vorsichtig. So einbauen das Ganze. Hier muss das Öl da drauf. Zack. So drauf. Mhm. Ne? Wasserleitung links, rechts und Ablass hier runter. Okay. Darum haben wir das Ganze gemacht, aber weil wir das Ganze ja sowieso lackieren, lasse ich das jetzt erstmal so und das tue ich vorsichtig zur Seite. Das wird am besten irgendwo hinkommen, wo er sich nicht mal bewegen kann. So sieht das Ganze aus. Und nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Aber natürlich immer kontrollieren. Abgas, immer innen drin kontrollieren, die Abgasseite, weil die Abgasseite innen, ne, haben immer nach der Zeit Risse, Jungs. Immer kontrollieren, dass ihr keine Risse oder so habt. Dann braucht ihr das immer umsonst ein. Aber der ist super. Das sieht gut aus, ne? Sieht gut aus. So, Turbo haben wir fertig. Den werden wir jetzt auch nicht zusammenbauen. Wir könnten den jetzt wieder zusammenbauen, zusammen. Aber mache ich nicht, weil ich den eh lackiere. Also passt das doch, dass du es auseinandergenommen hast. Ja, ja, ich muss ja sowieso lackieren. Also du kannst ja nur die Verdichterseite lackieren. Okay. Also die Seite könntest du lackieren, aber dann bräuchtest du, glaube ich, hitzebeständige Farbe, die über 1000 Grad hält. Ui. Gibt es sowas überhaupt? Bestimmt. Bestimmt, ja, ne? Ja, so wird das Ganze aussehen bei dem. Hier haben wir einmal den GTX 30 Lader, der sofort zum Dings kommt. Wastegate, das ist der Wastegate hier. Eidosch. Mhm. Ja, das heißt, du musst dir vorstellen, hier kommt die Domepipe, müssen wir anpassen. Wie wir das jetzt machen, sehen wir noch. Mhm. Und danach kommt natürlich die Wastegate-Seite und dann runter. Okay. So wird das Ganze aussehen. Das ist unser neuer Krümmer. Ich liebe diesen Krümmer. Rufen war ja letztens cool. Rufen kennt das ja nicht. Das Ding sieht aber echt geil aus. Also das sieht aber echt geil aus. Weil Rufen kennt das ja nicht. Bei VH6 ist immer alles zu. Und ja. Hat ihm auch gefallen, ne? Ja, hat ihm auch gefallen. So, jetzt kommen wir zu der Ansaugbrücke. Eidosch. Jo. Bei der Ansaugbrücke ganz einfach. Wir brauchen eine andere Ansaugbrücke. Hier. Das ist die Ansaugbrücke. Ja, bei der Ansaugbrücke weißt du ja, den Anschluss müssen wir auf der rechten Seite haben. Hier haben wir auf der linken Seite, auf der rechten Seite müssen wir haben. Das heißt, ich baue das Ganze jetzt schnell aus und baue die andere an. Die andere auch. So, die Ansaugbrücke haben wir ab. Geile Ansaugbrücke. Und hier ein bisschen Öl. Hm? Zeig mal. Ich habe noch ein bisschen Öl noch drauf hier. Ich schätze mal, ich habe einmal, als ich hier Öl füllen wollte, habe ich sowas von zur Seite gekippt. Ui. Aber so richtig. So aufpassen, dass hier nichts reinfällt. Ja, ganz wichtig. Oh, das ist schon eine riesen Ansaugbrücke, du. Ach, geh, ist schon geil. So, jetzt kommt die neue Ansaugbrücke. Das ist die neue Ansaugbrücke. Aber guck mal die Löcher an hier. Ich habe mal so Mini-Löcher. Und guck mal die Löcher an. Ne? Die sind echt größer. Die sind echt größer? Ja, oder? Ja, die sind größer. Also okay. Da muss ich aber wieder mit dir Rücksprache halten, was wir hier machen, weil die Löcher hier, die gehen ja gar nicht. Was ist das für Löcher? Hm. Da werden wir auf jeden Fall ein bisschen Einbüße haben. Ne? So, egal, wenn wir das mal jetzt einbauen. So wird das Ganze aussehen. Drosselklappe hier drüben. Ich sag mal, wenn wir mit 1,5 Bar fahren und wir keine 400 PS erreichen, dann stimmt da was nicht. Und dann müssen wir die Ansaugbrücke tauschen. Okay. Definitiv. Also könnte noch mal Probleme eventuell aufkreuzen.
Könnten sein, ja. Okay. Aber da wird sich der mit dir drum kümmern. Die alten raus. Die alten raus, die neuen rein. Die neuen rein, ja. Yeah. Das Problem ist, wir haben ja keine Zündkerzen drin. Haben wir nicht? Nee, die Zündkerzen habe ich rausgebaut letztens, weil ich ja Probleme mit meinem S3 hatte. Mhm. Da haben die Zündkerzen versagt. Und er hatte ja schon die R8 Zündkerzen drin. Nee, nicht R8. Da waren die von RS4. Kann ich euch nur empfehlen. RS4 Zündkerzen waren hier drin. Und ich habe die dann rausgeholt und habe die hier reingepackt. Also von hier rausgeholt, S3 reingepackt. Und das Ding hat sofort gelaufen. Geiles Ding, auf jeden Fall. Also funktioniert, ja? Funktioniert. So wird das Ganze aussehen. Die Zündspulen kommen rein. Also da will ich aber andere Farbe nehmen, ne? Welche? Was für Farbe wird, sag ich noch. Ich werde auf jeden Fall so machen. So viel kann ich ja sagen. Der Turbolader, Abgasseite, allerdings Verdichterseite, wird auf jeden Fall auch orange haben. Definitiv. Aber die Ansaugung und die ganzen Schläuche, die werden eine andere Farbe haben. Muss aber was Passendes sein dazu. Muss passend sein auf jeden Fall. Ja, da werden wir, kann man ja ein bisschen überlegen, was. Na, zu orange passt ja nicht viel. Ja. Nee, sag das nicht. Warum? Das sieht das ja geil aus, was ich vorhabe. Hm. Also hast du schon was im Kopf? Ja, natürlich habe ich was im Kopf. Wenn ich nichts im Kopf hätte, wäre ich nicht der Kraft zu ziehen. Also ich habe ja nichts im Kopf, aber ich meine, so ein bisschen habe ich auch noch was im Kopf. Aber nur ein bisschen, ne? Nur ein bisschen, so ganz wenig. So. Ja, mit dem Zündspulen wird das natürlich auch geil aussehen, ne, das Rote. Wobei, sagt das schon alles, ne, wenn wir hier rot, vielleicht rot. Rot, orange? Hm? Ja, orange möchte ich ja so haben. Der Motor, Turbo, sollen auf jeden Fall orange sein. Ich will nichts anderes machen. So, Getriebe ist ab. Getriebe werden wir einmal sauber machen. Komplett sauber machen, komplett schleifen. Wir werden das Getriebe werden wir dann komplett einmal lackieren. Aber da kommt einfach ein Schwarz. Ne? Will ich sauber machen und dann einmal schwarz lackieren. Da kommen noch diese Schläuche, da suche ich ja immer noch. Ne? Immer noch auf der Schlauchsuche hier. Ja, aber ich sag euch, es ist nicht mehr viel. Wenn wir die Schläuche dran, also Schläuche können wir ja später dran machen, ist nicht schlimm. Was jetzt nur noch wichtig ist, dass ich das Getriebe einmal schnell lackiere. Ich schicke sofort Turbo weg. Damit wir den Turbo sofort lackieren, also die Verdichterseite schnell lackieren, dass ich das einmal komplett einwickle. Ne? Dann wickeln wir das Ganze ein und das war's. Und dann Ölanschluss, Wasseranschlüsse machen wir drauf und dann ist der schon ready. Dann ist das Ganze ready zum Verbauen. Ja, hört sich doch gut an, oder? Hm. Wenn wir alles bekommen, ja auch die Schläuche und so. Ja, die Schläuche kann ich auch später dran machen, ist ja nicht schlimm. Mhm. Es wird ja so sein, dass die Schläuche sowieso angepasst werden. Mhm. Ich möchte auf jeden Fall schwarze Schläuche haben, also nichts anderes. Mhm. Aber ist nicht mehr lang, weil wenn ich den Lupo-Motor ausbaue, möchte ich den sofort auch drauf machen. Sofort, in einem Atemzug. Motor raus, Motor rein, direkt. Funktioniert und klappt, ja. Ne? Auch mit dem TÜV, mit dem Eintragen. Das dann wäre das natürlich Hammer. Und das Ganze in einem Lupo GTI. Optik sieht da sowieso geil aus. Optik geil, innen geil. Gibt's Besseres. Geil. So, das war's. Sonntag, kurz geschraubt. Wollte euch einmal ein Projekt nochmal zeigen. Nicht, dass ihr denkt, ey, Yunus, was denn los? Du fährst nur noch, du machst nur noch das hier und gibst hier keine Schraubvideos mehr. Natürlich gibt's noch Schraubvideos. Ihr habt ein Schraubvideo. Alter? Ja? Hier, der Motor wartet auf dich, ne? So nebenbei. Oh ja. Das hübsche Ding in da, hm? Ja, der wartet auf dich. Das ist unser V6 Turbo, den Aidan vielleicht die Woche noch mal ganz kurz einbauen wird. Hm, diese Woche schon? Ja, was ist denn dabei? Wir müssen ja nur ein paar Sachen noch festmachen, ein paar Sachen dran machen. Und dann können wir zu denen hier eigentlich schon theoretisch schon dran bauen. Einfach dran bauen. Motor drauf, nur Motorhalterung, das war's. Lasst euch überraschen. Das kannst du ja machen. Aber das lasst uns überraschen. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Happy Beidam.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Kfz-Tutzi. Bis dann, haut rein. Ciao.